Zeit. Hallo ihr Elfen und die es noch werden wollen. Habt ihr euer Wasser schon gedampft? Ja, richtig. Wasser gedampft? Wie kann man das? Wasser dampfen. Ja, ihr seht selbst, heute ist wieder ein Probiertag und da stelle ich euch natürlich, wie ihr sehen könnt, Elfenwasser vor. Elfenwasser. Was ist das? Eine sehr gute Kombination, denke ich mal. Aber auch blau. Ja, das Liquid ist tatsächlich blau. Also hier könnt ihr sehen, es ist blau. Und blau bedeutet doch eigentlich normalerweise, dass es etwas mit Eisbonbon zu tun hat. Ja, es ist richtig, tatsächlich. Also, das ist die letzte Reihe oder das letzte Liquid aus der Reihe von ja, unbekannten oder komischen Namen, die ich, wie gesagt, bei den Jungs gekauft habe. Und hier habe ich leider natürlich auch wieder so eine Situation, wo ich sage, Eisbonbon sowie Menthol und alles, was jetzt mit Kühle zu tun hat, habe ich ja Probleme. Ja, da schauen wir mal, ob man natürlich auch mit diesem Liquid ein bisschen Probleme hat. Elfenwasser. Elfenwasser ist tatsächlich Eisbonbon, Menthol, Erdbeeren und Anis. Erdbeeren ist aber nicht blau. Aber Erdbeeren sollen hier mit drin sein. Oder Beerengeschmack. Jo, ich würde sagen, tun wir gleich mal anfangen, wie gesagt, so, ne, zu riechen, lecken und dann zu dampfen. Und hier steht auch natürlich wieder so eine Art Spruch drauf. Der Gebrauch dieses Produktes kann Flügel verleihen. Ja gut, Flügel ist ja wie bei Red Bull. Ne? Also verleiht Flügel. Aber es ist kein Energy Drink, sondern Menthol. Oder Eisbonbons mit drin. Also eine Kombination von vielen. Und hoffentlich natürlich nicht so kräftig, dass mir die Lunge rausplatzt. Nein, ich würde es jetzt mal versuchen. Erstmal natürlich klar, Druidenwasser natürlich. Entschuldigung, nicht Druidenwasser, Elfenwasser, Druiden war ja schon davor. Kann natürlich direkt nach Anmischen gedampft werden. Aber die beste Reifezeit ist natürlich nach 7 Tagen. Ja, da würde ich jetzt sagen, schnuppisch da mal darum und dann werden wir mal sehen, was man da so alles riechen soll oder kann. Ja, Eisbonbon. Das kommt mir direkt ins Gesicht. Also ein Eisbonbon aber nicht so kräftig. Also muss ich ehrlich sagen, ist nicht kräftig, aber man ist es so richtig. Man schmeckt nur den oder man riecht nur den Eisbonbon. Wenn das andere, was da zum Beispiel drin sein soll, wie Erdbeeren, Anis oder aber auch Menthol. Schwer rauszufinden. Also wirklich sehr, sehr schwer rauszufinden. Ja gut, vielleicht werden wir jetzt natürlich jetzt beim Lecktest mal feststellen. Also mal wieder hier drauf, auf das Salz, auf die salzige Haut hier. Ja, und da schmeckt man natürlich den Eisbonbon. Ein bisschen kühl ist es. Ja, da ist eine süße Note dahinter. Da ist eine kleine, ganz kleine süße Note dabei. Das scheint wohl tatsächlich die Erdbeere zu sein. Der Menthol ist gar nicht so dezent. Ja, und auch der Anis ist ganz wenig zu finden. Ich mache es nochmal, weil mir gleich die Zunge leicht taub ist durch die Kälte, aber tatsächlich ist es eine fruchtige Note dabei. Da scheinen wohl also entweder die Erdbeeren oder Beerenmix sein. Auf dem Bild ist auch noch eine Himbeere abgebildet, aber die Leute schreiben auch, dass das wie gesagt Erdbeeren mit drin ist. Also Beerenmix, denke ich mal, ist eine Meere mit. Anis schmeckt man auch eine ganz leicht nur dahinter. Ja, also wirklich ganz leicht. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wenn der schon auf meiner Zunge schon ein bisschen kalt ist, nicht so kalt. Also es gibt tatsächlich auch wirklich Liquids, die ich hier schon probiert habe, die richtig kalt sind, dass mir die Zunge einfriert. Nein, das ist hier nicht der Fall. Aber ihr wisst es ja jetzt natürlich, wenn ich das mit dem Mesh und mit dem Doppelkeuler natürlich gleich jetzt teste, ob ich nicht natürlich hier rum puste, ne? Also meine Lunge dann raus kotze. Nein, würde ich nicht hoffen.
Fangen wir mal natürlich mit dem Mesh an. Hab den hier bei 28 Watt. Ich gehe dann natürlich ein bisschen auf 30. Das ist, oh, das war jetzt zu viel. Aber mal 31. So. Und dann schauen wir mal, ob das, ja, ob ich das vertragen kann. Ein Liquid, was mir nicht das Husten bringt. Im Gegenteil. Man schmeckt die Eisbonbon. Man schmeckt diese Süße, die noch dabei ist. Anis, ganz, ganz leicht dahinter. Und der Menthol, das habe ich so ganz wenig in ihm gemacht. Also meistens schmeckt man tatsächlich den Eisbonbon. Hm. Oh, eine. Also da muss ich jetzt mal offen ehrlich sein, das ist eine Kombination, die ja wirklich nur Elfen erfinden können. Ehrlich, nur Elfen. Dass ich mal nicht huste darüber, geschweige denn sogar ehrlich sein soll, überrascht bin. Also, man schmeckt dort aus dem Mesh wirklich tatsächlich die Eisbonbon, die Erdbeere, den Anis und ganz leicht das Menthol. Das ist aber wirklich weit, weit hinten am meisten heraus. Aber die Kombination zwischen dem Eisen, ja, und der Erdbeere und Anis direkt zusammen zu machen, das ist ja eine Kombination, da würde man ja, ja, ich sage jetzt mal, Eis mit Erdbeeren ist ja schon kein Problem. Aber dass dann noch der Anis, geschweige denn noch Bonbon, also dazu kommt, das ist ja eine Kombination. Ja, ich habe ihn jetzt hier auch in einem Doppelcoiler. Das ist jetzt nicht mehr der Drope, den ich dann genommen habe, sondern hier der neue Vodafone Cube. Und der hat ja eine ganz neue Besonderheit hier dran, wie gesagt, mit diesem, ja, habe ich euch schon vorgestellt, mit diesem Luftzufuhr. Ja, und ich habe mir einfach gesagt, den machst du jetzt mal fertig und bearbeitest den hier. Und den habe ich natürlich auch neu gewickelt, sowie auch neu wattiert. Und bin mal gespannt, ob der jetzt da auch drin schmeckt. Denn in den Drop hat es ja immer vorher geschmeckt und wir wissen, dass der hier auch sehr gut ist. Ja, ich habe jetzt hier bei 50 Watt und wie gesagt, das reicht vollkommen aus. Ich denke mal, auch hier dürfte ich normalerweise nicht husten, wenn ich schon da nicht getan habe. Ja, hier ist es schon etwas intensiver. Ich tue nochmal 5 Watt hochschrauben, weil der braucht hier schon seine eigene Stärke. Boah. Aber auch hier seht ihr selbst, ich huste nicht. Das ist ein Wahnsinn eigentlich. Ich habe im Moment natürlich jetzt klar durch das Lecken den Mund ein bisschen taub. Oder ist zum Mund nicht, die Zunge ein bisschen taub, dass es ein bisschen kühl ist. Aber auch hier schmeckt man natürlich aus dem Doppelkeuler direkt den Eisbonbon mit der Erdbeere. Aber hier schmeckt man sogar noch mehr den Menthol ein bisschen mit raus. Und die Anis dezent dahinter. Ja, das ist eine Kombination. Das ist ja, ja, wie soll ich das erklären? Wenn man diese Bären-Cocktail nimmt, ja, mit Eis, man denkt immer direkt, da kommt jetzt direkt erstmal die Eisbonbons und der Menthol. Nein, das ist hier nicht der Fall. Hier kommt tatsächlich die Süße zuerst irgendwie mit raus. Oder ist es das Anis? Aber glaube ich eher weniger. Ja, also das ist eine Kombination, wo ich sage, alle Achtung, also das ist ja ein Ding, dass ich hier tatsächlich nicht husten muss. Und ich muss sagen, das ist ein sehr, sehr leckeres Liquid.
Und endlich mal auch eins gefunden, was ich ja verdampfen kann. Auch ein bisschen kühl. Ne? Ja, also perplex. Da bin ich ja im siebten Himmel mal. Schöne Elfen. Die haben das gut hingekriegt. Ja, gut. Dann würde ich sagen, falls ihr noch Fragen haben solltet darüber oder sonstiges Fragen, ich bei Wasser, dann könnt ihr natürlich einen Kommentar lassen. Natürlich wäre ich auch froh, wenn ihr natürlich ein Abo da lässt, geschweige denn einen Daumen hoch. Ja, und da würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal natürlich wieder reinhört oder reingeschaut mal, wenn es wieder neue Videos kommt. Und dann würde ich sagen, bis dahin, gut Dampf, bis zum nächsten Video. Tschüss.